Willkommen zurück bei Slime Rancher. Warte mal, 10 Tabby Plot brauche ich doch. Was nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe so ein Kackgedächtnis. Ah, richtig, für den großen Tank. Okay. Warte, dann kann ich hier 5 schon mal einzahlen. Boop, 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 boop. Jetzt wird mein Plan sein, wahrscheinlich ein Water Lettuce zu holen, um hier die Hasen zu vermehren, oder? Also besser zu vermehren. Weil Q-Berries habe ich ja schon. Mochi Miles. Well, what do you know? Beatrix LeBeau, off on another adventure and didn't think to take a good pal, sometimes rival and forever mentor, Mochi Miles. Seriously, Bea, next time you go running off to dangerous, uncharted territory, could you at least give me a heads up? I'd like to be there for you in case you need me. To help collect all those valuable resources that seem to be scattered all over the island. What? You think I wasn't going to do a little reckon of my own? What good are surveillance satellites if they can't snoop on stuff? Anyway, be careful out there. The island gives me a kind of weird vibe, so I'm going to keep poking around. Oh, and since I know you're starting from scratch out there, take this refinery link. Should make things easier for you. I'll put it on your tab later, Tater. Later, Tater. Bro. Okay. So, hier, da. Kommt mit. Wobei, ich könnte auch. Scheiß mal hier auf die... Oh, wobei. Guck einfach gleich, wovon ich mehr habe. Ja, sieht so aus, als werfe ich mehr Früchte. Ja, komm, wisst ihr was? Da, was willst du? Was kannst du? Ja, oh Gott. Also, ich kenne den Goldschleim, den muss man anschießen, aber was macht der? Ah, Diät Meat. Ja, ich habe kein Meat. Ja, scheiße, Digga. Ja, toll. Voll schlecht. Ach, nö. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Ey, geht weg von meinem geilen Salat. Ja, ich gehe einfach, ne? Ihr macht das unter euch aus. Ich verpiss mich dann mal. Und ich suche eine Steinhenne. Die wollte ich doch auch mitnehmen. Die Frage ist, was mache ich dann? Ja, komm. Wir zahlen das hier einfach mal ein. Ja, perfekt, Digga. Ich bin so ein Genie. Ey, ich bin so ein... Falls ihr gerne mehr von Slime Rancher sehen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Like, ein Abo dalassen. Oder ein schönes Kommentar schreiben, dass ihr mehr davon sehen wollt. Weil vielleicht werde ich auch ein kleines Projekt hier wieder draus machen. Bisschen öfter das hochladen. Warte mal. Den Plot brauche ich ja. Einen noch, dann kann ich... ja, hallo. Ich komme nur so durch. War eigentlich noch einer gelegen. Da kann ich nicht einfach... Isma. Brauch Tabby Plot. Genau, auch ein Stück. Digga, verpiss dich. Okay. Ja, ich komme hier nur so durch, Jungs. Oh Gott. So, und damit müsste ich 10 Stück hiervon haben. Perfekt, jetzt kann ich bestimmt Sachen craften. Ach, keine Ahnung. Den größeren Platzhalter. Scheiße, wo finde ich die Steinhelle? Wo könnte ich mal noch nicht gewesen sein? Hier unten vielleicht? Wait, oder was ist hier oben eigentlich? Ja, ich war hier bestimmt schon mal, oder? Oder? Nein. Tatsächlich nicht. Was gibt's hier? Ach, Bonsai-Baum, Alter. Geh mir doch weg mit euren hässlichen Accessoires des Dingsbums. Fallera. Ich werde auf jeden Fall jetzt ganz viel verfüttern. Und dann werde ich mir ganz viel Geld holen und dann werde ich einen anderen Hühnerstall bauen, I guess. So, Jungs. Ihr mögt alle Karotten. So, ich habe gehört, hier, die Hasen mögen den Kack hier. Eins davon müsste ich aber behalten am besten. Ich geh einfach mal hier so durch. Gib mir euren Loot. Ich glaube, ich brauche echt so eine Station, die den Plot einsammelt. Das ist ja scheiße. So. Es gibt sehr viel Cash. Holy shit. Und damit wären wir fast wieder bei 1000. Krass. Und rein mit dir. Was können wir denn hier Schönes machen? Ja, ist jetzt erstmal uninteressant, weil wir werden jetzt erstmal... Ich werde jetzt erstmal das hier noch reinballern und eine automatische Plot-Sammelmaschine reinhauen, Digga. Weil das, ganz ehrlich, dasselbe werde ich wahrscheinlich ja auch machen. So, oh, das gibt auch nochmal gut Cash. Jackpot. Vielleicht gibt es auch eine Auto-Sammel-Plot-Maschine hier. Hier drüben, so, zack. Boom. Geil, Mann. Hier kommen einfach die rein und ich schnapp mir wieder die kleinen Penner.
Hehe, Penner checken. Macht das Sinn, hier hohe Walls zu machen? Oder das hier? Doppelt so schnelles Aufladen, was ist das? Mehr Eier. Mehr Eier oder schnellerer Wachstum? Ich sehe mich eigentlich bei mehr Eiern. Rein da. Oh, stimmt, ich wollte eigentlich noch... Naja, das kann ich... Da muss ich jetzt natürlich warten, bis ich mehr Geld habe. Ich wollte doch mein Lager größer machen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wo ich eigentlich noch nicht war. Es sind doch bestimmt nicht nur diese zwei Gordos, die hier rumpimmeln. Safe ist doch hier hinten. Da oben. Aber da bin ich vorhin nicht hingekommen. Da ist safe noch einer. Hier unten, maybe. Da muss ich unbedingt nachgucken. Ob dafür und nach links. Oder. LOL! Digga! Da ist ja. Ja, okay, macht Sinn, dass er in der Höhle ist, aber. Huh? Phosphor-Gordo. Okay, ich kann mich nicht dahinter sneaken. Okay. Also, wenn wir ein paar Q-Berries ranholen, dann können wir dem auf jeden Fall ein schönes Lächeln, noch ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Da ist der letzte bestimmt hier oben oder da unten. Und ich nehme jetzt erstmal ganz viel. Also, wir müssen auf jeden Fall Karotten und die hier anpflanzen und dann am besten noch die Q-Berries boosten, dass wir den Phosphortypen schnell platzen lassen können. Ja. Das wäre nice. Also ich könnte es mir nur erklären, dass der letzte Gordo bestimmt da oben drin sein muss. Da werde ich nur noch nicht hinkommen. Auch nicht mit geschicktem Jump'n'Run, das ist ja alles zu niedrig. Oh, nee, ist hier gar nicht viel. Ja, muss ich wahrscheinlich aufs Jetpack gehen. Beziehungsweise, wenn ich das Jetpack später habe, wieder hier zurückkommen. Kann man nicht, damals konnte man noch schlafen. Hier auch. Tag 3. Sleep until morning. Warum sollte man Sleep Until... Na, ja, okay, wegen den... Tada! Oh, yo, holy shit. Q-Berries sind fertig, nice. Und die ganzen Lettuce. Also, ich werde die jetzt hier alle nehmen. Ehrenlos hier reinschallern. Weil die das ja so geil finden. Okay, warum auch immer das hier liegt. Mies das aktivieren und das ist einfach viel zu viel drin, holy shit. So viel Platz habe ich nicht. Okay. Nicht so nice. Also doch nice, aber okay. Okay, der Preis sinkt immens von dem ganzen Stuff. Weil ich das so viel reinschalle wahrscheinlich. Boom. Karotte. Boom. Pogofrucht. So, wie mache ich jetzt das hier besser? Ich habe einfach nicht genug Geld. Kann ich hier nicht genug Geld haben, bitte? Holy shit. Okay. Ich brauche definitiv mehr Slimes. Habe ich das Gefühl... Okay, hier ist auch wieder sau viel. Ich brauche, glaube ich, echt mehr Slimes. Zumindest, ich kann eigentlich ein paar Häschen und ein paar Dingens holen, ja doch. Reicht das für beides? Zack, Dünger. Sprenkler. Reicht. Sieben New Bucks übrig. Steinhände. Nein, du Arschloch. Du fucking Idiot. Okay, wait. Gib mir die Steinhände. Yeah, Stonyhand. Ich frag mich, ob man... lol, der ist er. Ja, da hätte ich nochmal... Jetzt hätte ich ihn auffinden können. Ist hier eigentlich irgendwas hinter dem Haus? Oh, wait. Nein, sag nicht. Oh, Katzenslime? Oder bin ich einfach jetzt bei der Refinery gleich? Wow. Wow, ich habe mich miese gefreut. Digga, you can't do me like that. Digga, was ist da? Mann! Lass mich doch. Zu meiner Scheißhütte. Wo geht's da hinten raus? Wahrscheinlich auch wieder irgendwo unnütz. Natürlich. Wieso sollte ich überhaupt hier rauslaufen? 7 Stück hier rein. Doch, ich glaube, das wird so ein mieser Fehler sein. Und hier. Häschen. So. Gib mir einen geilen Rooster. Die Elderhenne, die kann auch wieder. Oh, keine 2 Rooster, oder? 2 Rooster? 2 Rooster. Mit dem Geld werden wir jetzt zum einen den Hühnerstall machen und zum anderen endlich mal ein größeres Dings uns kaufen. Und es reicht einfach nicht für beides. Scheiße. Okay. So, macht euch ein schönes Leben. Ja, hier liegt noch Plot rum. Kann ich mir doch was kaufen. So, und jetzt gib mir den geilen Tankbooster. Boom.
Improved Nano Storage Cell. Dann wird das nächste Ziel tatsächlich sein, würde ich jetzt mal sagen, die Gordo-Slimes ja, zu platzen zu lassen. Wir fangen beim Phosphor an, weil der am nächsten ist. Da brauchen wir Q-Berries und Obst. Bis, ich glaube, 50 Stück. Okay, die sind gerade fertig geworden. Wilder Zufall. Das heißt, entweder 25 Q-Berries oder den Rest halt auffüllen mit anderen Früchten. Sollte ja recht easy gehen. Wir haben ja schon 26 jetzt basically an Dings, wenn die doppelt zählen, das Wasser mag. Dann fehlt nicht mehr viel. Okay, 4 Stück noch. Ah, perfekt. Und damit hätten wir es. Ich glaube, ich werde aber auch erst die Pogefrüchte reinhauen, weil die weniger wert sind. Würde ich jetzt mal so sagen, spontan. Genug haben wir auf jeden Fall. Müssten auf 50 kommen. 26 und 27. Sogar noch ein bisschen was übrig. Ja. Bin dran vorbeigelaufen. Wo war der Penner denn? Ach ja, ich bin noch durch den Schlitz hier, ne? Und dann rechts. Perfekt. Hallo. Bom, 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 bom. Holy shit. Digga. Okay. Stopp. Kommt her. Okay. Wait, das waren noch nur 30, oder? Doch, es waren nur 30, die ich gebraucht habe. Ja, geil, Digga. Oh, ich kann hier Wasser raussaugen, aber ich habe keinen Wasserbehälter. Noch eine Vase. Wieso ist da denn nur Kacke drin? Das sieht aus wie Katzenslime. Und wie so ein Stück Plot. I guess ich muss da. Safe muss ich da Tabi reinhauen. Tabi Plot. Katzenplot, Tabi Plot. Safe, 100 Pro. Okay, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man nur 30 Früchte braucht für so ein Gordo. Ich dachte immer, es wären 50. Da und den Rest werde ich jetzt einfach hier schön reinballern. Die haben ja nicht genug, ne? Schön in jedes Eck. Und die hier weiß ich nicht, ob ich die nutzen werde, also. Bisschen viel vielleicht. Aber wie sieht's hier aus? Oh, geil, Fleisch. Fleisch für die. Oh, Chickadoo wollte ich nicht. Hallo, stopp, Chickadoo. Stony Chickadoo. Stony Chick. Nice. Wir sind zwar erstmal nur 7, aber muss ich erstmal reichen. Ich bringe mich bald mehr. Ich muss erstmal den Phosphorschleim implodieren lassen. Nicht den Phosphorschleim, den Tabby Spot. Und euch muss ich, glaube ich, leider umbringen. Oh, es tut mir so leid. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Tatsächlich. Oh, wo geht's hier hin? Digga. Wenn da jetzt nicht der überkrasseste Ultra-Shit drin ist. Tankliner. Use at a fabricator to upgrade the Vex Tank Guard. Was ist denn der? Visit the fabricator to install F1. Gib mir hier Fabricator. Ach toll, Digga. Ja, danke. So, was habe ich freigeschaltet? Das hier? Tank Guard. Ja, gut, ne? Da habe ich halt auch einfach noch nicht. Leben könnte ich hochmachen. Sehe ich aber gerade noch nicht den Sinn. So, und deswegen würde ich sagen, lege ich mich jetzt auch mal schlafen und hoffe, dass sie noch glücklich bleiben. Ja, hier so. Und, ja, geile Musik, du. So, return zum Konservatorium. Ach, du heilige Scheiße, sind hier viel Scheißhühner drin. Kein Rooster mehr. Okay, das heißt, ich muss einen Rooster nehmen. Rüber mit dir. So, sterb. Elder, ach, ein Elder Rooster habe ich jetzt hier. Rooster. Ist mir scheißegal, wie das Ding heißt. Gib mir die Hühner. Ihr werdet verfüttert. Weg mit den Chickadoos. Oh mein Gott, ist wieder viel. Oh, jo, 40? Ja, und da haben wir mal glatt 2100 Münzen. Holy shit. Dann können wir uns auch schön Sprint kaufen. Besseren.
Und durch den Power-Chip, den wir gefunden haben, können wir das nochmal upgraden. Und das könnten wir genauso machen, oder? Mhm. Hard Cell. Und das müsst ihr bei den anderen noch finden, damit wir das zum zweiten Mal upgraden können. Verstehe. Da hier, Tankliner habe ich gefunden, um den Tanker zu upgraden. Macht Sinn. Jetzt werde ich erstmal noch zurückgehen zum anderen Knilch. Wird auf der Map auch nicht mehr angezeigt. Da. Und man kann es tatsächlich abbauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Ne, ich weiß leider nicht auswendig, wo diese ganzen Teile waren. Doch, hier müsste noch eins sein, genau. Und das nehmen wir schon mal mit. Wir bereiten uns nämlich darauf vor, den Hasen mit ganz viel Water Lettuce abzufüllen. Und hier ist noch so ein Teil, perfekt. Zack. 15 Stück bräuchten wir dann von dem Kraut, wenn man das hochrechnet. Hier oben war auch noch was, ne? Oder? Tatsächlich, und... Tada! Jellystone! Mit 10 Stück kann man schon... Oh, eine Vase. Nein, 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 nein! Oh! Nur Müll! Yay! Pisst euch! Oh, perfekt, das kann ich jetzt hier direkt reinhauen. Nice. War ich hier eigentlich schon? Hier war ich doch noch gar nicht so genau, oder? Oh, perfekt. Komm schon. Gib mir was Geiles. Med Station. Das klingt nice. Lol, das waren verschimmelte Pogelfrüchte. Die können tatsächlich verfallen. Vielleicht soll ich die dann nicht im Gehege stehen lassen, sondern einen Autofeeder kaufen. Hier die nächste Karotte, die gegammelt ist. Okay. Ich verschwende ja sau viel Essen damit, wenn ich das bei denen drin lasse. Ist nicht gut, ist nicht gut. Da, die nächste Q-Berry. Scheiße. So, wenn ich zu Hause bin, ist hoffentlich die Wasser-Lettuce fertig. Das Wassersalat. So, Trautersheim. Und da ist er fertig. Oh, es ist so viel fertig. 15 brauche ich, das heißt, ich kann hier 6 reinschicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und den ganzen Scheiß hier auch noch. Ihr kriegt das hier. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ab wann macht es Sinn, zu expanden auf eine der drei Gebiete? Weil das ist schon sehr viel Kosten, die man da, ne, und so. Weiß ich nicht. Und ich habe auch die Vermutung, dass dieser Chart hier so aufgebaut ist, nach der Reihenfolge, wie man die Slimes bekommt. Quasi Pink, Hase, Phosphor, Katze, dann kommt... Keine Ahnung, was das ist. Das Stein, das gab es damals auch. Honig, ne? Bumm. Dann, das ist halt dann der Wasserplot. Das sieht aus wie Feuer, Schleim. Keine Ahnung. Kristall, maybe. Das haben wir gesehen. Die Banditenkatze, die Schmetterlingskatze und die Eichhörnchenkatze. Und es gibt einfach so viel Potenzial noch für mehr Slimes. Und natürlich der Goldslime, den wir noch nicht gesehen haben. Aber, ich weiß aus dem ersten Teil, man muss den anschießen mit irgendwas und dann droppt er einen Goldplot. Wie dem auch sei, sieht es aus, als würden als nächstes sie hier kommen. Ich muss mal unbedingt herausfinden, was das ist. Kann ich das nicht hier zufällig sehen? Gibt's das nicht hier? Pink Plot Betty. Gibt's Fledermaus-Slimes? Wegen Bat, Fledermaus? Rock? Angler. Angler-Plot? Wait. Anglerfisch? Anglerfisch-Plot? Ist es das, was ich denke? Das wäre krass. Das wäre saucool. Dann kommt der als nächstes. Flutterplot, Crystal. Es ist tatsächlich Crystal auch. Hunter, okay, es ist... Ja, Bandit, Hunter, ja. Lava Dust, Buzz Wax. Nice. Das kann ich alles noch nicht machen, weil ich auch keine Ahnung habe, wo ich Deep Brine herbekomme. 15, warte, wir haben 15. Stimmt, ich habe ja genau 5. Bin ja verwirrt. Würde ich sagen, machen wir das noch, bevor... die... Sonne untergeht. Ach, Digga, wie viel Essen liegt hier im Eck? Ich glaube, es hackt bei euch.